We leave our legacy in your hands. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Kollege mit einem weiteren Video zu Hogwarts Legacy und letztendlich weiteren Vorbesteller Boni. Ich habe euch ja bereits gezeigt gehabt, wie ihr an die normale Transmog-Kleidung herankommt, aber ja, bei den Vorbestellern, es gab da auch so schöne Flugtiere. Wo sind die denn und wieso verflucht nochmal? Kann ich damit nicht rumfliegen? Ich habe hier das gute Geld rausgehauen. Liegt ganz einfach daran, ihr braucht Story-Fortschritt. Ihr braucht einfach genug Story-Fortschritt, um das Ganze machen zu können. Die entsprechende Hauptquest nennt sich ganz weit oben. Jedenfalls der erste Teil. Der erste Teil ist ganz weit oben und wie ihr hier momentan am Gameplay-Material im Hintergrund seht, sind wir jetzt ganz weit oben. Vorher haben wir ja schon die Möglichkeit, ich habe es euch auch gezeigt, wie ihr mit dem Besen fliegen könnt, aber so ein Flugmount ist natürlich geiler, ist natürlich schöner und es sieht klasse aus, ne? Also damit über Hogwarts zu fliegen ist einfach mega. Ganz normal Hauptquest. Ihr müsst also ein klein wenig geduldig sein, dass ihr an die ganze Sache herankommt. Ich würde mich aber halt trotzdem mit sputen, weil ihr halt einfach, ja, für die ganzen Nebenaufgaben viel mehr Möglichkeiten habt. So, jetzt haben wir den Hauptauftrag abgeschlossen. Wir haben Wolkenschwinge erhalten, Auftrag abgeschlossen, ganz weit oben. Bekommen hier, ja, Bonus Mount Nummer 1 und ich glaube, das ist Bonus Mount Nummer 2. Da haben wir alles freigeschaltet, aber wir können es immer noch nicht benutzen. Wir können es immer noch nicht benutzen. Haben sie an der Stelle, sage ich mal, jetzt nicht so super sahne klug gemacht. Ich meine, ist nicht so wild, ist wirklich nicht weiter wild. Aber halt, man denkt, oh, endlich fliege ich über die Welt. Endlich fliege ich über die Welt. Nein, tun wir nicht. Jedenfalls nicht mit den Bonus-Mounts. Nicht mit den Bonus-Mounts. Ich habe jetzt hier mal ganz kurz gezeigt, was ich hier mittlerweile abgeschlossen habe. Das ist schon so ein bisschen was, ne? Das ist schon so ein bisschen was, was ihr hier machen müsst, ehe es dann soweit ist, dass ihr an das Flugmount herankommt. Aber so wild ist es auch nicht. Ihr seht ja, die gelb markierten sind ja die wichtigen Dinge. Und wenn wir diese Aufträge halt dann alle erfüllt haben, dann endlich die Quests haben, ganz weit oben. Das bedeutet auch, ich habe euch hier, sehen wir, nicht verfügbar. Ne? Flugmount ist trotzdem nicht verfügbar. Liegt ganz einfach daran, wir müssen erst wieder auf dem Weg, begibt sich zur Kartenkammer. Und da sehen wir auch, benötigte Stufe 18. Erst das müssen wir erledigen. Zur Kartenkammer, ein bisschen Smalltalk machen und danach haben wir dann endlich die Flugmounts freigeschaltet. Also Level 18 ist ebenso Voraussetzung, um das Ganze machen zu können. Ich habe noch ein Video dazu gemacht, wie ihr die Venomosa-Sachen bekommt für Professor Garlic, weil auch die Aufgabe wiederum beim Professor ist Voraussetzung, um ja, die Quest über den Wolken machen zu können. Also ganz weit oben machen zu können. Über den Wolken, wo die Freiheit... Nein, das meine ich natürlich nicht, sondern ganz weit oben. Und dann können wir hier ganz normal jetzt die Mounts wechseln. Ihr könnt damit auch schön durch die Gegend reiten, ne? Sieht man auch, ne? Man kann hier wunderbar mit durch die Gegend reiten, wenn man nicht fliegen will. Und sobald ein Hügelchen kommt, dann heben wir ab und schwingen uns durch die Lüfte und erleben Hogwarts von oben. So soll es sein. Geht besser als mit dem Besen, obwohl mein Besen ist auch noch nicht komplett geupgradet. Besen ist natürlich stylisch, aber ja, ne, wie gesagt, Boni, die man bekommen hat, möchte man auch gerne nutzen. Das ist also hier das erste Tier, was wir ausrüsten können. Und dann gehen wir nochmal ins Inventar, rüber in die Ausrüstung und wählen dann einfach hier das nächste Flugmount aus. Das war's, mehr ist nicht zu tun. Bisschen Geduld, Level 18. Und dann, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, mit den Tieren hier über Hogwarts zu fliegen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Teil war hilfreich für euch. Das war interessant für euch. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr natürlich weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody. Wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt. Aber vergiss, triff mich mit dem Slytherin-Gemeinschaftsraum.